Ja, moin und hallo, hier ist wieder Tom aus den Streets of Curious City. Heute ist wieder der Chronologie Montag und ich zeige euch heute weitere drei Episoden aus der Serie Star Trek Enterprise. Danach kommen nur noch zwei weitere Episoden, also nur noch eine Episode hier zu diesen Episoden. Das waren aber viele Episoden. Naja, es geht los. Die dunkle Seite des Spiegels, Teil 1, ist die 18. Episode der vierten Staffel von Star Trek Enterprise. Und zur Datierung, das Datum wurde mal wieder in dieser Episode genannt, der 13. Januar 2155. Dies ist die erste Episode von Star Trek, die komplett im Spiegeluniversum spielt. Es folgen jetzt noch weitere Informationen zur Raymond Family aus Star Trek The Next Generation. Zuallererst, Wendi Ruiz Raymond verstirbt. Das Jahr stand auf einem Display mal wieder und dadurch haben wir um Juni 2142 als Datum für dieses Ereignis. Und schon folgt das nächste verstorbene Raymond Family Mitglied. Marvin Hildebrand Raymond verstirbt. Das Datum stand auch hier natürlich auf einem Display. Also um Juni 2147 ist er verstorben. Die dunkle Seite des Spiegels, Teil 2. Ich habe hier zwei Karten genutzt, da viele Informationen dabei waren und ich das nicht auf eine Karte bekommen habe. Außerdem hat diese Episode noch ein eigenes Datum, den 18. Januar 2155. Nachdem ich schon viele Ereignisse aus dieser Episode in anderen Teilen meiner Chronologie verwurstet habe ich noch einen übrig, und zwar den Beginn des Dritten Weltkriegs auf der Erde. Das Ende des Dritten Weltkriegs hatten wir schon durch Star Trek: Der erste Kontakt, den achten Kinofilm von Star Trek. Aber hier wurde das Jahr eingeblendet, 2026, und ich habe davon eine Episode Mitte Januar für dieses Ereignis genutzt. Durch die Episode Fremde neue Welten aus Star Trek: Strange New Worlds ist auch noch bekannt, dass es eine veränderte Zeitlinie gibt, in der Dritte Weltkrieg mit einem zweiten Bürgerkrieg in den USA begonnen hat, die dann in die Eugenischen Kriege übergegangen sind und dann erst zum Dritten Weltkrieg wurden. Janice Lee Raymond verstirbt. Dieses Ereignis stammt natürlich auch aus der Episode Die neutrale Zone aus der Serie Star Trek The Next Generation. Und auch hier stand das Jahr auf einem Display. Damit haben wir um Juni 2157 als Datierung für dieses Ereignis. Dämonen ist die 20. Episode von Star Trek Enterprise. Und auch hier wurde ein Datum genannt, der 19. Januar 2155. Aber diesmal im Primäruniversum und nicht im Spiegeluniversum. Die Orpheus-Bergbaukolonie wird errichtet. Dieses Ereignis stammt aus der Episode Dämonen und das Jahr 2090 stand auf den Abzeichen der Mitarbeiter der Orpheus-Bergbaukolonie. Ich habe dann auch hier Mitte Januar von der Episode für das komplette Datum genutzt, also Mitte Januar 2090. Colonel Green veranlasst eine Euthanasie. Und dieses Ereignis stammt aus der Episode Dämonen. Und es wurde gesagt, dass dieses 3 Jahre nach dem Ende des Dritten Weltkriegs passierte. Damit haben wir Anfang April 2056 als Datierung für dieses Ereignis. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Nächstes Mal geht's dann weiter bei Star Trek Next Generation.
Und dann gehen natürlich noch Grüße raus. Heute an den Steinemeister. Danke für deinen Kommentar. Und ich sage, lebt lang und in Frieden. Und tschüss.